In meiner Bastelecke steht heute ein alter Samsung-Laptop. Samsung stellt schon seit Jahren keine eigenen Laptops mehr her, beziehungsweise Samsung-Laptops an sich gibt es auch gar nicht mehr, auch keine umgelabelten. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das Ganze noch hier aus Windows 7-Zeiten kommt, also schon wirklich alt ist. Die CPU ist auch ein bisschen schwach und es war ursprünglich auch mal eine HDD eingebaut, also eine nicht flashbasierte Karte, also eine mechanische Festplatte. Wir rüsten das Ganze jetzt um auf eine SSD. Das ist Teil 1 dieses Videos. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie läuft denn der überhaupt, wenn gar keine Festplatte drin ist, ja, das ist der USB-Stick hier. Auf dem ist jetzt einmal Linux Mint hochgefahren. Nachdem wir das Ganze jetzt ausgetauscht haben gegen eine SSD, also USB-Stick gegen SSD, was ja schon mal eine Performance-Verbesserung bringen sollte in jedem Fall, dann klonen wir noch den USB-Stick auf die SSD mit CloneZilla. Das soll mir jetzt eine komplette Neuinstallation ersparen. Ich habe hier schon ein bisschen was eingerichtet und das würde ich entsprechend gerne mitnehmen. Los geht's nach dem Intro. Gut, als erstes würde ich doch sagen, wir schalten den ganzen PC einmal aus. Dazu gehe ich hier auf Herunterfahren und wir warten mal, bis es runterfährt. Geht relativ schnell bei Mint. So, natürlich ist da jetzt Linux Mint drauf und kein Windows mehr, denn der PC ist im Prinzip zu schwach für Windows. Also es würde schon gehen, aber Spaß macht es keinen. Der Samsung kommt jetzt auch noch aus der Generation Laptops, auf der der Windows Key hinten aufgedruckt war. Deshalb seht ihr da jetzt nur ein großes Post-it, denn der Key ist nicht im BIOS gespeichert, wie das heute üblich ist. Und hier muss noch der Memory-Slot einmal entfernt werden. Das fand ich bei dem auch schon ganz nett gemacht. Also hier ist man relativ unkompliziert rangekommen an die ganzen wichtigen Komponenten zumindest, also Memory und Festplatte. Da kommt man also ziemlich einfach ran. Die Festplatte ist hier in so einem Käfig gefangen. Den kann man hier einfach mal testweise einlegen. Und hier werden dann vier Schrauben dran befestigt. Ich nehme den wieder mal raus und schnapp mir mal hier die Crucial-Festplatte, 500 GB, die wird der tatsächlich nie wahrscheinlich brauchen oder ja ausnutzen können. Aber ich habe mir gedacht, kaputt gehen die eh nicht, diese SSDs, und die wird man irgendwann wieder mal verwenden können. Und da wäre es doch schön, zumindest eine ordentliche Größe zu haben. Deshalb habe ich da schon ein bisschen mehr investiert. So, die Installationsrichtung sieht mir nach dieser aus. Und so muss das dann auch ins Gehäuse entsprechend. So, die Festplatte ist jetzt im Käfig. Ich kann jetzt einfach hergehen und dieses kleine SATA-Käbelchen hier anschließen und leg die Festplatte vorsichtig wieder rein. Und die wird jetzt auch noch mal mit vier Schrauben fixiert. So, die Festplatte ist damit eingebaut. Ja, wer jetzt vielleicht sowieso seinen Laptop auf hat, der sollte auch mal beim Lüfter gucken, ob es hier vielleicht was zu reinigen gibt. Das lohnt sich in den meisten Fällen. Der ist jetzt aktuell relativ sauber, da kümmere ich mich regelmäßig drum, muss aber auch immer wieder mal gemacht werden. Was man hier noch sieht, das ganze Teil hier drunter ist das DVD-Laufwerk. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum der hier noch am Leben gehalten wird. Das ist der letzte seiner Art, der noch mit so einem DVD-Laufwerk daherkommt. Und manchmal bekommt man ja doch irgendwie immer noch mal eine DVD, die ausgelesen werden muss, bevor man sie aufs NAS schiebt. Dann ist das ganz sinnvoll. So, jetzt kommt das äußere Gehäuse wieder dran. Das ist ein bisschen ungünstig hier, weil die Schrauben sind tatsächlich unter den Gummifüßen versteckt. Die muss man dann immer wieder entfernen und neu dran kleben. Hat bei mir dazu geführt, dass einer mittlerweile fehlt. So, letztes Fach wird hier geschlossen. Was hier übrigens sehr schön ist, ich weiß gar nicht, wie genau man das jetzt hier im Video sehen kann. Ich lese euch einmal mal vor, dass wir hier einmal einen 2 und einmal einen 4 GB Riegel haben. Das heißt, selbst für so ein altes Baujahr haben wir hier schon 6 GB RAM.
Und RAM ist ja heute so ein bisschen ja, der entscheidende Faktor bei manchen Anwendungen. Und von daher ist das gar nicht so schlecht, dass selbst der alte PC hier noch mit so viel RAM aufwarten kann. So, im Prinzip, die Hardwarearbeiten sind jetzt fertig. Jetzt würde ich mal dazu übergehen, Clonezilla zu verwenden. Ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen mit Clonezilla gemacht. Der einzige Nachteil von Clonezilla ist die Benutzer-Experience. Man muss immer fünfmal lesen und fünfmal nachdenken, was man jetzt anklicken muss, was man auswählen muss, welche Option dann die korrekte ist. Aber das sehen wir gleich. Ich bereite jetzt erstmal einen Stick vor mit Clonezilla. Und dann wird dieser USB-Stick eingesteckt, der soll ja geklont werden und die Festplatte haben wir schon drin. Gleich geht's weiter. So, jetzt die spannende Frage, wie kann ich Clonezilla auf dem Gerät ausführen? Clonezilla ist eine Live-Distribution, also es heißt hier zumindest Clonezilla Live. Ich glaube, man kann das auch direkt installieren und ausführen, wenn man zum Beispiel Mint hat. Aber das Einfachste ist immer hier die Live-Distribution zu nehmen. Hier gibt es zwei stabile Versionen, keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Hier ist einmal Ubuntu-based und einmal Debian-based. Ich meine, Ubuntu ist auch Debian-based. Ich nehme jetzt einfach mal die Alternative Stable. Hier kann ich jetzt aussuchen, wie ich das Ganze runterladen will. Ich würde natürlich gerne hier die ISO nehmen und das Repository. Ja, lassen wir mal auf Auto, klicken auf Download. Und jetzt lädt das Ganze schon mal runter und währenddessen gehe ich hier auf die Website von Rufus. Hier kann ich einfach bootfähige USB-Laufwerke erstellen. Zu dem Zweck habe ich jetzt auch schon tatsächlich einen USB-Stick eingesteckt. Und genau den werden wir jetzt mit Rufus bearbeiten. Dazu lade ich mir hier einfach die neueste Rufus-Version runter. Und die muss man auch gar nicht installieren. Ich verstehe jetzt hier die Unterscheidung mit diesem Portable nicht so genau, weil die Exe kann ich eh direkt ausführen. Hier ist jetzt also Clonezilla runtergeladen, hier ist Rufus. Rufus führe ich einmal aus. Hier oben muss ich das Laufwerk auswählen, das habe ich jetzt schon gemacht. Das ist mein 8 GB USB-Stick. Die Startart ist bei mir Medium- oder Abbilddatei, deshalb gehe ich hier direkt auf Auswahl. Und in den Downloads finde ich dann eben die Clonezilla-CD. Ich glaube, eine persistente Partition bräuchte man jetzt nicht unbedingt. Ich mache trotzdem mal 1 GB hin. Den Rest würde ich erstmal so lassen und einfach auf Start klicken. Den folgenden Dialog bestätige ich einfach mit Ja, da wird nochmal was aus dem Internet nachgeladen und nochmal mit OK bestätigen. Was man natürlich wissen sollte, ist, dass der ganze USB-Stick hier formatiert wird. Also alle Daten, die vorher drauf waren, sind jetzt weg. Die habt ihr entweder gesichert oder es war nichts Interessantes drauf. Die zwei Möglichkeiten gibt es natürlich. Bei mir war jetzt nichts Interessantes drauf, deshalb war das Ganze auch nicht gesichert. Das Ganze hat jetzt wahnsinnige 2 Minuten und 51 Sekunden gedauert. Ist auch wirklich lange, denn das ist ja relativ klein das Ganze. Liegt aber wahrscheinlich einfach an meinem USB 2.0 Stick. Der ist einfach ziemlich langsam. Wir sind jetzt mit den Vorbereitungen am PC hier fertig. Wir sehen uns jetzt wieder am Laptop. Ich habe hier alles vorbereitet. Das ist der USB-Stick, den ich klonen möchte. Das ist der USB-Stick, auf dem jetzt Clonezilla läuft. Und die Festplatte haben wir ja schon im Laptop drin. Ich würde mal sagen, top, die Wette gilt. Wir fahren jetzt mal hoch. Ich versuche jetzt mal hochzufahren, nur mit dem Stick, auf dem Clonezilla ist, und lasse den anderen erstmal draußen. So, einmal einschalten. Das ist jetzt das einzige Bootmedium. Der müsste jetzt hoffentlich direkt damit hochfahren. Ansonsten muss ich mal ins BIOS zurück und das Ganze einstellen. Okay, er ist jetzt direkt auf Clonezilla hochgefahren. Ja, Clonezilla Live. Einmal starten, würde ich sagen. Ich nehme mal die erste Option. Der hat jetzt ein paar Fehlermeldungen geworfen, von denen darf man sich offensichtlich nicht irritieren lassen, denn er bootet einfach trotzdem. Ich bleibe in Englisch, ich kann gerne mal auf Deutsch gehen. Die Benutzerführung ist da eh nicht so besonders. Das Tastaturlayout ändern wir auf Deutsch natürlich. So, ich habe das Ganze jetzt alles einfach auf Deutsch gestellt und auf Standard gelassen. Und jetzt einfach einmal Clonezilla starten, das sieht gut aus. So, und jetzt wird's spannend. Arbeitet von Platte zu Platte oder Partition zu Partition.
Das will ich ja im Prinzip machen. Ich habe ja zwei verschiedene Platten. Einmal die integrierte Platte, einmal das, was halt hier USB ist. Das ist jetzt nicht wirklich eine Platte, aber trotzdem, ich möchte ja von A nach B einfach kopieren. Und ich würde mal jetzt diese Möglichkeit hier auswählen. Wichtig wie immer, entweder ihr habt eine Sicherung von eurem Kram, hier kann nämlich auch was schief gehen, oder die Sachen waren halt nicht wichtig. In meinem Fall ist es nicht so wichtig. Im Zweifel setze ich das Ganze neu auf. Ich nehme jetzt einfach mal Device to Device. Und jetzt wird es spannend, ob ich es schaffe, das Richtige auszuwählen. Eingesteckt habe ich ihn ja schon. Genau, ich bin jetzt absoluter Einsteiger. Wir übernehmen mal die Standardoption. Disk to Local Disk, Klon einer lokalen Platte auf eine lokale Platte. Klingt gut, machen wir. Ah, das ist also wirklich super. Wählen Sie die Originalplatte. Ich muss, glaube ich, alles nochmal zurücknehmen. Das ist schon länger her, wo ich mit Clonezilla gearbeitet habe. Ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. So, wählen Sie die lokale Originalplatte. Und das ist tatsächlich hier mein USB-Stick. Und er hat jetzt den auch gar nicht angeboten. Das sehe ich einfach schon mal an der Größe. Das ist meine Originalplatte und am Ende soll das auf die 500 GB Partition drauf. Die zweite Platte, ja, kann nur die sein. Die bestätige ich jetzt nochmal. Ich habe keine besonderen Wünsche. Ich übernehme das jetzt so, wie es ist. Wenn jetzt alles beendet ist, wird er mich hier nochmal fragen, ob er herunterfahren kann. Ja, kann er machen oder beziehungsweise soll fragen. Gut, und jetzt steht hier weiter mit Enter. Also versuchen wir es mal. Wollen Sie wirklich weitermachen? Kann ich mit Y hier bestätigen? Man sieht noch alles auf der Kamera. Ja. Doch nochmal die gleiche Frage, oder? So, Clonezilla ist in der Regel relativ schnell. Das einzige Nadelöhr, das wir jetzt hier haben, ist der USB-Stick bzw. der USB-Anschluss am PC, denn der USB-Stick ist schon ein USB 3-USB-Stick, aber ich habe hier nur USB 2.0, also das wird jetzt nicht besonders schnell gehen. Auf der anderen Seite ist da jetzt auch nicht so viel drauf. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich habe jetzt hier noch zwei spannende Dinge drin. Erstens ist eine Festplattenverschlüsselung aktiviert auf dem USB-Stick. Die müsst ihr ja jetzt eigentlich direkt mitnehmen. Da bin ich mal gespannt, wie das klappt. Das nächste Interessante wird sein, wie er mit der Partition umgeht. Denn ich habe ja eigentlich hier eine 64 GB Partition und dann habe ich eine 512 GB Festplatte. Ich bin mal gespannt, ob ich das relativ simpel dann mit Linux Mint, das ja schon installiert ist, größer ziehen kann auf die komplette Größe. Wenn nicht, müssen wir nochmal mit Cheaparte dran oder so, da fällt mir was ein. Aber wir schauen erstmal, ob das im Standard hier so funktioniert. Ja, wie schon vorausgesagt, dauert das Ganze ein bisschen länger. Hier steht jetzt, dass er eine halbe Stunde wohl brauchen wird. Hier steht auch die Größe, was er übertragen will. Ich mag mich täuschen, aber es kann sein, dass durch die Verschlüsselung einfach stumpf die kompletten 60 GB genutzt werden müssen. Weil das ist jetzt hier der Space in Use, was theoretisch nicht stimmt. Ist eigentlich nur eine Linux Mint Installation mit ein paar Zusatzsoftware. Also das kann nie und nimmer 60 GB sein. Ich vermute aber mal, dass einfach hier die Festplattenverschlüsselung dafür sorgt, dass das gar nicht einsehbar ist, was genutzt wurde und was unbenutzt ist. Und deshalb schreibt er einfach alles. Clonezilla ist da nämlich eigentlich relativ effizient. Der kann nämlich erkennen, was ist genutzt, was muss ich übernehmen und was nicht. In meinem Fall muss er einmal die ganzen 60 GB übertragen und das wird jetzt wahrscheinlich an der USB 2.0 Schnittstelle das Nadelöhr sein, dass es halt eben die halbe Stunde dann braucht. Aber dann lassen wir den doch jetzt einmal laufen und wenn es abgeschlossen ist, würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Nachdem der Kopiervorgang oder der Klonvorgang abgeschlossen ist, muss ich jetzt im Prinzip nur noch hergehen und den PC runterfahren. Hier steht jetzt weiter mit Enter und ich dachte, ich muss Power Off eingeben, aber naja, einfach Enter drücken und im nächsten Menü dann Power Off auswählen, dann fährt der PC runter. Ich starte deshalb nicht neu, weil ich durch das Ausschalten einfach die Möglichkeit habe, beide USB-Sticks abzuziehen und dann sollte ja nur noch eine Bootplatte verbleiben und zwar die jetzt eingebaut ist. Ich habe ja den USB-Stick geklont auf die Platte, die integriert ist und entsprechend hoffe ich doch mal, dass das dann reicht, um den PC jetzt direkt hochzufahren und keine weiteren Anpassungen notwendig sind.
Ich schalte den Computer also ein und warte gespannt auf das Ergebnis. Und wie wir sehen, fragt mich der Computer jetzt nach der Festplattenentschlüsselung und damit weiß ich, dass er ins richtige Betriebssystem bootet und die Operation hat jetzt also soweit geklappt. Jetzt ist genau das eingetreten, mit dem ich schon so ein bisschen gerechnet hatte. Der USB-Stick hatte ja nur 60 GB und diese Partition hat er natürlich jetzt geklont auf die Festplatte mit 512 GB. Im Umkehrschluss bedeutet das für mich, dass ich jetzt nicht die vollen 512 GB nutzen kann und das möchte ich aber natürlich. Und deshalb bin ich jetzt hier einfach mal in Linux auf die Laufwerke gegangen. Und sehe hier aber schon das nächste Problem, dass die Option Größe ändern ist einfach ausgeblendet und ich kann jetzt hier diese 61 GB nicht erweitern, obwohl ja nebendran freier Platz ist. Wie mache ich das jetzt also? Also ich muss in den Zustand kommen, wo diese Lux-Partition eben nicht eingehängt ist, also nicht entschlüsselt ist und das mache ich am besten mit einer Live-CD, auf der Gparted läuft. Und deshalb sehen wir uns jetzt wieder an meinem Windows-PC und dort bereiten wir das nächste Bootmedium vor. Nachdem der Umzug vom USB-Stick auf die Festplatte sehr erfolgreich war, habe ich jetzt aber immer noch das Problem, dass die Partition zu klein ist. Der USB-Stick hatte 60 GB und die neue Platte hat 512 GB und selbstverständlich möchte ich die auch komplett nutzen. Bei mir kommt jetzt noch erschwerend dazu, dass ich eine Lux-Partition habe, da ich die Festplatte verschlüsselt habe beim Booten. Und ich muss jetzt mal schauen, ob das mit Gparted funktioniert. Ich google jetzt einfach mal, in dem Fall ist es wahrscheinlich wieder mal Bing. Ich suche einfach mal nach Gparted Live. So, da gibt es hier eine Webseite. Ja, die sieht sehr seriös aus, das wird schon die richtige sein. Und hier gehe ich mal auf Download. Bei diesen ganzen Aktionen ist halt immer auch wichtig zu wissen, dass man ein Backup haben sollte. Das Ganze kann natürlich auch schief gehen. Hier lade ich mir die Gparted ISO einmal herunter. Und dann werde ich wieder den USB-Stick hier flashen, wieder den langsam. Wer sowas vorhat, der kann auch ein anderes Programm als Rufus benutzen. Da kann man dann mehrere Linux-Distributionen nebeneinander legen. Zum Beispiel YumiUSB ist so ein Programm, das das Ganze kann. Ja, Gparted Live lädt gerade runter. Ich gehe hier wieder mal auf Auswahl. So, da ist es. Die ISO-Datei wähle ich aus. Jetzt stecke ich noch den USB-Stick ein. Der wird hier sofort erkannt. Und es gibt keine persistente Partition. Das dauert mir hier zu lang. Ich lasse das, den Rest einfach auf Standard. Und klicke auf Start. Nehme den empfohlenen Modus hier. Gehe wieder auf OK. Wird wieder alles gelöscht. So, das Ganze ist abgeschlossen. Ich gehe hier auf Schließen. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns wieder mit Gparted am Laptop. Bis gleich. So, auf diesem Stick habe ich jetzt tatsächlich Gparted vorbereitet, wie wir es am PC gerade gesehen haben. Ich stecke das Ganze ein. Und jetzt muss ich darauf achten, dass ich auch damit hochfahre. Ich drücke mal den Einschalter und hämme hier die F12-Taste. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob der damit ins Bootmenü kommt. Ich glaube fast nicht. Ne, er will jetzt wieder mit Mint hochfahren, deshalb stoppe ich das Ganze noch einmal, starte neu und hämme die F2-Taste. Jetzt bin ich im BIOS und hier muss ich dann bei Boot eben die Reihenfolge ändern unter der Boot Priority. So, dann setze ich einfach nach oben mit F10 speichern und jetzt fährt er damit hoch. Ja, sehr schön. Gparted Default Settings, einfach mal damit starten. So, hier wähle ich mal aus Don't Touch Keymap. Jetzt fragt er mich nach der Sprache. German ist hier auf 10. Hier würde ich bei 0 bleiben und einfach mit Enter bestätigen. So, und jetzt ist
das die Lux-Partition, würde ich ja mal denken. Denn wir haben ja nur eine, die 56 GB hat und hier steht auch verschlüsselt. Lux heißt immer, dass die Verschlüsselung aktiviert ist. Und jetzt müssen wir mal schauen, die ausgewählte Partition in der Größe ändern oder verschieben. Ja, wir nehmen einfach alles. Das wäre ja einfach. Größe ändern, verschieben, sieht gut aus. Jetzt setze ich hier einen Haken, dass das angewendet wird. Ja, Datenverlust, bla bla. Alle Operationen abgeschlossen. Ich gehe mal auf Close. Ja, und das war's jetzt schon. Ist ja fast ein bisschen langweilig. Dann gehe ich hier einmal auf Exit. Und sage einmal Reboot. Beziehungsweise Shutdown am liebsten, aber ja, machen wir mal einen Shutdown. Gibt uns die Möglichkeit, den USB-Stick einmal abzuziehen. Und nochmal neu zu starten. Und jetzt soll der ja wieder in Linux booten. Und hoffentlich mit der größeren Partition. Passwort eingegeben, mit Enter bestätigt. So, Stunde der Wahrheit. Ich bin eingeloggt und gebe mal Laufwerke ein. Und hier sehe ich jetzt meine vergrößerte Lux-Partition. Hier hat also offensichtlich alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Kommen wir jetzt zum Fazit und gehen nochmal durch, welche Schritte wir heute alles gemacht haben. Als erstes habe ich eine Festplatte in meinen Laptop eingebaut. Als zweites habe ich dann mit CloneZilla den USB-Stick, auf dem ja Linux Mint gelaufen ist, auf die Festplatte geklont. Und der dritte Schritt war dann ganz einfach, mit Cheaparted, mit der Live-CD von Cheaparted, die verschlüsselte Partition zu vergrößern, sodass ich die komplette Festplatte zur Verfügung habe. Das Ganze ging jetzt ziemlich wie am Schnürchen. Ich musste nichts hier wegschneiden großartig. Das habe ich wirklich alles so hintereinander abgearbeitet, wie ihr es gesehen habt. Geschnitten habe ich natürlich trotzdem, aber ich hatte jetzt keine komischen Fehlerfälle und ich hatte auch keinen Datenverlust. Bei solchen Sachen befreit euch das aber natürlich nicht, vorher eine Datensicherung zu machen. An der Stelle bedanke ich mich jetzt noch fürs Zuschauen und freue mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals.